So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Diablo 3 hier in der im belagerten Bastion. Wir haben das letzte Mal das erste von drei Katapulten hochgezogen. Das wollen wir natürlich jetzt noch fortsetzen, wenn wir die weiteren beiden hoch ziehen lassen, wie auch immer. Ja. Und dementsprechend geht es jetzt hier weiter. Die Kreaturen werden wahrscheinlich trotzdem nicht stärker werden. Oh, ah, das ist ein Boss, nice. Schön, gefällt mir gut, ein Boss. Ich habe nicht genug Arkankraft. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen und Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beine mit einem einzigen Stich vergiften. Ja, als wir sehen hier die Kreaturen, die uns hier Asmodan dann entgegenschickt, sind schon. Nun ja, sagen wir es mal so. Sehr bösartig. Der hat gerade einfach ist er durch die Wand teleportiert. Wie geil ist das denn? Na, ja, ist ja eigentlich logisch, das sollte ja gehen. Und da hinten ist das nächste Katapult. Wunderbar. Steht es hier zu fünft um einen rum? Oder, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sag ich jetzt nichts mehr. Gut, hier, mach das Ding jetzt mal hoch da. Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Wo kommen die denn her, die Höllenbringer da? Hinten irgendwo, oder? Nein, hier auch. So, hier haut das Zeug hier mal weg, ey. Der kotzt ja auch nicht schon wieder Gegner aus. Eigentlich ist der Kernzauber gar nicht mehr so schwach dafür, dass es ein Kernzauber ist. Gut, die haben den aufgehalten, schön. Das Katapult ist hochgefahren, exzellent. Sie werden es noch bereuen, jemals ihre hässlichen Fratzen in der Bastion gezeigt zu haben. Was sagt man dazu? Wieder mal ein klein. Das ist immer so im Prinzip. Hat hier seine Mission, die Katapulte inzwischen drin, eine Strecke, die man überbrücken muss, indem man ein paar Gegner niedermetzelt. Ist ja leider ein sehr stumpfes Prinzip, das vor allem schwer zu kommentieren ist, alleine vor allem noch. Ich meine, zu zweit kann man da irgendwelche komischen Witze reißen noch, aber. Oh, das ist einer von uns. Das war einer von uns, meinte ich. Man kann auch allein irgendwelche komischen Witze reißen, das kommt dann nicht ganz so authentisch. Seid ihr alleine hier oben? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Das muss ja noch selbsttätig werden, ich glaub's ja nicht. Ja, guck mal, ich. Wie viel schneller. Ich muss ja die Gegner nebenbei noch vernichten. Ja, okay, du kannst ja auch hier abgeschlachtet werden, gerne.
So, hoch damit jetzt. Mein Fehler. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, dass ihr gekommen wäret, um mir dabei zu helfen, dieses Katapult hochzuziehen. Mir war nicht klar, dass ihr hier seid, um euch die verdammte Landschaft anzusehen. Ja, halt die Fresse. Darf ich den nicht noch auch. Darf den nicht auch noch schlachten, den Typ da? Geschafft. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Ach, der ist doch noch nicht laut geworden. Übrigens die Skillpunkte fürs letzte Level ab, das wir vor 5 Parts erreicht haben, könnte ich mal verteilen. Sagen wir mal nein, einfach hierzu. Die Spektralklinge, da bin ich auch kein Fan von, wie wir alle wissen. Für den. Oh, Meteor, das könnte interessant werden. Meteor. Oha, Alter, das ist ein absoluter Killer. Ich werde ihn für den Bossfight werde ich einen Meteor reinmachen, aber sonst nicht hier. Magische Waffe. Nein. Hier gibt es noch einen Feuersturm. Nee, ey. Nee, ich werde dafür für Asmo dann oder für irgendwelche großen Bosskämpfe werde ich dann schon hier auf Meteor vielleicht umsteigen. Aber solange wir hier noch viele Gegner haben, kehrt zur Zitadelle zurück. Ich lasse mich wieder so leicht ablenken. Fertig. Die Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Ihre Leichname werden gute Dienste leisten, um die Bresche zu versiegeln. Ich bringe Nachricht vom König der Westmark. Hat er zugestimmt, uns Verstärkung zu schicken? Mein Herr sagt, er wird keine lebenden Männer in den Kampf gegen imaginäre Dämonenfürsten schicken. Vielleicht wird er es glauben, wenn sein Königreich in Schutt und Asche liegt. Ihr könnt es hier noch schnell verkaufen, genau das ganze Zeug. Sie kommen aus den Tiefen! Wo ist hier ein Händler? Da ist ein Händler. Was glaubt ihr, wie Dämonenfleisch schmeckt? Unsere Fleischvorräte gehen langsam dem Ende entgegen. Ich würde Dämonenfleisch wirklich bis aufs Letzte hinauszögern, um ehrlich zu sein. So, hier hinten geht's weiter, hat mir gesagt. So, tschüss. Du auch und du sowieso. Boah, das mit dem Meteor finde ich echt gerade ein bisschen krass, dass wir da so einen Ultra-Move drauf haben. Ist was, ich werde den. Ich hätte da gerade Bock drauf, den mal so spaßhalber mal auszuprobieren. Einfach, weil er. Der tut ja echt alles vernichten. Vor vielen Jahrhunderten erbaute König Korsik die Bastion, um im Norden die Bedrohung durch die Barbaren zurückzudrängen. Nach Jahren militärischer Fehlschläge führte der verbitterte König eine große Streitmacht aus der Festung heraus und im Norden, um die Barbaren ein für allemal zu unterwerfen. Keiner von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Oh. Mein lieber Jonathan. Ich hoffe, es geht dir gut und das Leben auf der Bastion ist nicht zu hart. Arthur gleicht von Tag zu Tag mehr seinem Vater. Es freut mich zu hören, dass du rechtzeitig zu seinem Geburtstag wieder hier sein wirst. Und ich werde jede Nacht dafür beten, dass du heil wieder zurückkehrst. Das neue Wissen ist leider auch weg, aber das kann ich halt nicht ändern, weil ich kann nicht alles gleichzeitig abspielen lassen. Das geht halt nun mal nicht, das alles gleichzeitig abspielen zu lassen. Das ist doof an sich, dass man die nicht irgendwie auf,
Die werden schon aufwarten, dass man die nicht irgendwie hier so in der Liste unmittelbar, also dass man hier am Rand irgendwie so rechts, links das hätte. Ja, und dann kann man dadurch das hier. Nee. Ich habe leider keine Freunde bei Diablo 3. Bin ganz allein. Wenn wieder der Boss kommt, kriegt er ein Meteor zu spüren, okay? Oh, da ist noch was. Irgendwie mal zur Abwechslung mal wieder was für die also ein bisschen Ausrüstung. Das ist schon seit längerer Zeit ganz zens kurz gekommen. Und hier muss man einfach nur die ganze Ebene erkunden und rund und zweite, dann die zweite Ebene finden, sprich ja den Ausgang. Okay, weiß leider nicht, wo die sich befindet. Wow, hoho! Habt ihr das gesehen, Leute? Die Filzrohr war richtig schnell wieder auf, von daher geht das schon. Oh lololol, ey. Ich glaube, das wird die erste Fähigkeit, die ein Partnern bekommt. Hi! Alter, das ist ja überhart, wie der Meteor einfach alles zerstört. Der ist ja auch ein Flächenschaden, von daher finde ich ihn vielleicht sogar besser als der Blizzard. Ich würde zwar alle Arkankraft aufbrauchen, aber... Oh, Schatzgoblin. Oha, der hat gleich mal 3/4 von seinem Leben verloren. Nice. Gut gemacht, Meteor. Ja, da hinten fehlt halt noch einiges. Könnte halt sein, dass es dort weitergeht. Es könnte im Prinzip sein, dass es überall weitergeht, von daher... Ja, müssen wir halt hier ein bisschen quasi auf gut Glück erforschen. Das war gerade ein Meteor, der zum Beispiel richtig heftig fehlgeschlagen ist, aber der Kernzauber ist noch zum Glück stark genug und ja, ich erwähne es immer wieder. Die Arkankraft ist eine sehr schnell nachwachsende Ressource, von daher kein Problem. Oh, das ist unser. Upsala. Ja, ich schlag vorher drauf, bevor ich gucke in dem Fall. Weil ich meine, man kann jetzt zum Glück seinen Teampartner nicht verletzen. Das ist schon mal halt ja ein Punkt, der einen dann immer etwas unvorsichtiger werden lässt, aber. Ja, ich meine. Es soll ja nicht ultra das taktische Spiel sein, es soll ja mehr so ein bisschen. Naja, was auf was für Werte basiert eigentlich Diablo? Ich weiß es gar nicht. Also das Spiel natürlich. Es ist eigentlich, Story ist okay, Story ist nicht gut, sie ist okay, wie gesagt, aber... Die Story ist nicht schlecht, die Grafik, Sound ist nicht schlecht, aber es ist halt alles so ein bisschen mittelmäßig. Vielfalt würde ich jetzt auch nicht gerade unterschreiben unbedingt. Also ich finde es schwierig zu sagen, was Diablo so wirklich ausmacht. Weil halt objektiv gesehen schon eher mittelmäßiges Spiel so ist, wenn ich ja doch, wenn ich so drüber nachdenke schon, muss man sagen. Meteor der Zerstörung.
Ich meine, der Kernzauber stellt ja wirklich die Arkanenkraft wieder her. Das haben wir eine Rune dafür. Eine Rune, ist es eine Rune? Ich glaube schon. Ne, eine sekundäre oder so weit. Ne, unsere tertiäre Fähigkeit ist das, oder? Passive. Die dritte passive Fähigkeit, das Wunderkitty. Gut, Bastionstiefenebene 2. Damit haben wir das gefunden. Jetzt kommt hier. Okay, jetzt müssen wir das Loch finden, wo die Viecher reinkommen, die Dämonen. Das kann ja nicht so schwer sein, weil irgendwo muss es ja sein, von daher. Ja, auch wenn diese Bastionstiefen sind relativ verwinkelt, haben uns die Vorfahren es da nicht leicht gemacht, hier entsprechend zum Ziel zu finden. Die Gegner erinnern mich schon wieder so an Bad Niederfunkeln, an diesen Ort, wo die Entwickler definitiv gekifft haben. Ach, das geht mir zu lang mit dem Kernzauber. Hau jetzt diese Desintegration raus und dann war es das für die Gegner. Auch relativ verwinkelt, finde ich ehrlich gesagt, braucht es auch mal in so einem Spiel ein bisschen was, wo man nicht einfach so durchrennt. Das kommt später, garantiere ich euch. Oh, Bossfight. Ich habe nicht genug Abhand. Viele Belagerungen wurden von ihren wuchtigen Schlägen durchbrochen. Und ihrem Zorn sind unzählige Menschen zum Opfer gefallen. Ich bete dafür, dass unsere Welt ihresgleichen nie wieder sehen wird. Ja, ich muss schon sagen, die tanken schon ganz schön ordentlich, die Viecher. Also, definitiv heftig. Oh, noch einer. Na okay, allein tanken sie nicht ganz so krass. Das war irgendwie gerade ein bisschen komisch. Vielleicht hat der Boss irgendeinen Zauber gewirkt noch auf die... Oder generell so ein bisschen den Schaden aufgeteilt. Ich weiß ja nicht genau, wie das berechnet wird hier. Ja, und somit war das hier schon der erste Irrweg, dem wir anheimgefallen sind. Ihr wagt es nicht anzugreifen? Ich brauche Advanced. Und Stufe 36, exzellent. Neue Zauber, ah, die kann ich im Kampf eh nicht mehr. Ah, doch, der hat sich, glaube ich, besiegt. Ja, okay. Gab's hier was Neues? Blitzstoß. Was war das hier? Mal gucken, vielleicht war es ja cool. Hier, Energiewirbel. Nö. Obwohl, warte, ich lese mir lieber mal durch, bevor ich hier irgendwelche komischen auf Ideen komme. Energiewirbel, wütender Sturm. Die Stunden dieser Festung sind gezählt. Ach, nice. Archon. Ja, warum nicht? Eine Explosion ist immer gut. Die halt dann noch ein bisschen Schaden macht. Ja, warum nicht? Ist halt eine zusätzliche Rune. Ah, das ist ein Rune. Oh, nice. Das finde ich... Jetzt haben wir ja The Dark Side of the Force. Boah, ich muss jetzt sagen, also... Wahrscheinlich, wenn ihr diesen Part seht, das ist schon etwa... Die Aufnahme ist zwar schon etwas länger her. Aber ich gucke ja gerade im... Hab gestern Abend angefangen, die Star Wars Filme mal wieder anzugucken. Also habe ich jetzt mal vorgenommen, die auf Englisch anzugucken. Einfach weil halt die Original-Synchro, die ist schon nochmal zum Teil ein bisschen geiler. Muss vor allem sagen, Jar Jar Binks ist schon nochmal ein größerer... Also kommt mit der englischen Synchronisation schon nochmal als ein größerer Pfosten rüber. Aber ja, Star Wars einfach geil. Und hier entsprechend auch dann natürlich die Blitze noch. Ja, okay, aber ich schweife vom Thema ab, glaube ich, also von Diablo. Ja, und von daher kehren wir zurück, denn hier sind gerade relativ viele Gegner. Hauen wir mal wieder einen Meteor der Zerstörung raus, der gerade gar nichts gebracht hat. Ja, für den Kettzauber, der muss ein bisschen cooler sein. Ich glaube zwar, dass der andere effektiver ist, aber wenn der Gegner durchschlägt, ist auch okay. So, beide auf einmal gekillt. Gut. Ja, der macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Doch, ich glaube, der ist schon was Besseres hier. Ich mag den.
Und nichtsdestotrotz, wenn das hier kann halt wirklich viele Gegner auch auf einmal mittreffen, mit dem Kernzauber wohl bemerkt. Oh, und 187 Gold, die lassen wir natürlich nicht liegen. Ich bin so angesprungen gekommen, voll in meinen Strahl rein. Ja, das war vielleicht nicht ganz so klug, mein Freund. Ne, ich würde auch prinzipiell empfehlen, Filme in der Originalsynchro anzugucken. Das hat manchmal schon noch, hat schon noch mal ein bisschen mehr Style. Wobei ich muss sagen, dass bei Star Wars die deutsche Synchro doch größtenteils gelungen ist. Naja, ich muss sagen, für den Meteor ist nicht so mega geil, aber naja. Ich kann mit leben. Vielleicht werde ich den dann bald wieder setzen durch ein Ding, den anderen. Ah, ich schon. What the fuck, die Explosion hat schon die blauen Gegner gekillt, okay. Gar nicht okay, ne? Boah, alter OP. Der Archon ist der schon richtig OP. Vor allem jetzt mit der Explosion noch, die ja anscheinend Schaden von was weiß ich wie viel macht. Boah, den kann man sogar spammen, wenn du einfach auf der Taste drauf bleibst, auf der Maustaste. Nice. Ja, das ist sie. Das glaube ich auch. Boah, es kann langsam mal das Ende kommen hier von der Bastion. Also von diesen Tiefen, weil ich würde den Part gerne noch beenden in nächster Zeit. Denn das guckt sich niemand mehr an, wenn er 40 Minuten lang wird. Das machen wir dann irgendwann andermal, aber... Nee, Leute, tut mir leid, ich bleib bei dem Blizzard. Den werde ich bis zum nächsten Part umstellen, dann... Ich mache es gerade mit so einem Aufnahmemarathon über 2, 3, 4 Parts. Ne, das ist schon der dritte jetzt, also in dem Fall ein R4, weil Ding Belial war der erste Part in dieser Session und ja, das hier, glaube ich, sollte nicht der letzte werden, weil ich bin gerade, ja, Ferien und Vormittag, Langeweile, Diablo passt. Ja, warte mal hier noch schnell hin. So, dann haben wir das hier auch erkundet, damit niemand sagen kann, ich hätte das ausgelassen mit Absicht. Wir sind ja noch ein paar wertvolle Erfahrungspunkte. Hier, das hat, glaube ich, gerade irgendeine Feuerattacke aus der Distanz gespammt. Mein lieber Freund, du verfolgst uns nicht. Ich habe keinen Bock, gelangweilt zu werden. Oh fuck, hier hinten, das soll ich noch zerstören. Ja, ich werde wirklich den Ding wieder einstellen, den Blizzard. Der ist schon cool, er verbraucht nicht so viel Arkanenkraft, weil halt... Oh, Schatzgoblin oder was? Warum liegt hier auf einmal so viel Gold rum? Ja, nee, der Blizzard ist schon besser, wenn man nicht die ganze Arkanenkraft verliert und dann mit der Desintegration direkt weitermachen kann. Naja. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann. Das nächste Level habe ich ja noch hin, aber... Ich glaube hier die... Der Dungeon sollte gleich erkundet sein. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So, hier hinten gibt es wieder Truhen. Ich finde das ja... Ich glaube, diese Aufbau hatten wir schon zweimal jetzt, dass hier eine Truhe rumgammelt und dann hier in der Mitte es weitergeht. Also... Kreatives Map-Design, liebe Entwickler, muss ich euch schon lassen. Da schicken wir mal einen Meteor rein und... Und holen hier erstmal die Truhe vorher dann. Ja, der Kernzauber ist auf jeden Fall besser. Und es ist ein bisschen doof, dass es hier jetzt so
so noch viel länger, noch anscheinend doch noch etwas länger weitergeht. Ja, egal, dann mach mal den Part länger. Es stört ja keinen. Wer nicht mehr zugucken will, der kann ja einfach ausschalten. Das ist ja ein Vorteil in YouTube. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Oh, hi. Jo, da wird der Part ist 30 Minuten Part. Daumen hoch für 30 Minuten Part. Ja, vielleicht haben die Entwickler noch ein bisschen... Aber das ist schon heftig, weil ich meine, wir haben jetzt wirklich nur ein kleines Story-Element gemacht. In diesem Fall diese Tiefen der Bastion und dafür gleich eine halbe Stunde. Oh, die Bresche. Gut, das ist dann da, wo wir im nächsten Part auf jeden Fall hingehen. Wird der Part doch nicht ganz 30 Minuten, weil hier hinten gibt's... Da kommt drauf an, wie viel hier hinten es noch ist, aber ich glaube, es sollte nicht mehr so viel sein. Aber da möchte ich jetzt wirklich auch, wenn ich da, wenn es so direkt hier so nah dran liegt, dann kann man das auch mal machen noch. Okay, wären doch keine 30 Minuten. 100% erkundet, würde ich sagen. Exzellent. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Aber das hören wir uns noch an. Ja, ganz ruhig, mein Guter. Ich muss hier erstmal ganz kurz noch Ausrüstung vergleichen. Bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Diablo 3. Wechsel den Schulterschutz und dann geht es weiter. Im nächsten Part, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann und ciao.